So, wir wollen die Gelegenheit nutzen, euch immer wieder mal Produkte vorzustellen, die besonders nachhaltig sind oder besonders innovativ. Und da haben wir einfach mal eine Bestellung losgeschickt. Zurück kam von der Firma Duschbrocken dieses Paket. Übrigens süße Adresse. Zuckerfabrik 16. Also Duschbrocken hat der eine oder andere bestimmt schon mal gehört. Die beiden Gründer haben sich vorgestellt in der Höhle der Löwen und haben ja mit ihrem Konzept überzeugt. Es geht darum, Plastikverpackungen zu sparen, indem man Seife verkauft. Das war auch so bei Facebook Reaktion Nummer 1, so Marke, hey ihr beiden, ihr habt die Seife erfunden, yay. Fakt ist aber, es ist keine Seife, sondern es ist eher ein festes Duschgel und ein festes Shampoo in einem. Wir haben bezahlt 24,99 €. An dieser Stelle auch nochmal gesagt, alles was wir hier vorstellen, haben wir bezahlt. Also es ist kein Content, der irgendwie gesponsert ist in irgendeiner Art und Weise. Okay, wie gesagt, 24,99 €. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, was kostet eine Haarseife? 1,50 €. Nehmen wir noch eine Naturseife, dann sind es 3,50 €. Und ich bekomme hier am Ende des Tages ja, 3 Stück Seife und ein Behältnis dazu. Ist natürlich ein realer Gegenwert für 24,99 €. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber Duschbrocken funktioniert natürlich wahnsinnig über Marketing. Das heißt, na klar, sind wir ehrlich, wäre kein gutes Marketing dabei, wäre es uns wahrscheinlich auch gar nicht aufgefallen. Ich habe 2 Wochen lang mal wirklich die Duschbrocken ausprobiert. Was ich erstmal sagen muss, es ist wahnsinnig ergiebig, denn nach 2 Wochen ist noch so viel vom Duschbrocken übrig. Übrigens, die Form vom Duschbrocken, die ist schon ein bisschen sehr spacig. Ich habe erst gedacht, die wäre dafür da, damit das Ding irgendwo steht. Aber stehen tut es nicht. Also von daher ist es halt einfach nur fancy und so ein bisschen keilig, dass man es halt irgendwie in Handschmeichler ist es auch nicht unbedingt. Duft ist übrigens auch so ein Riesenthema. Macht man die Packung auf, da kommt einem schon ordentlicher Duft entgegen. Also es riecht wirklich intensiv, jedes für sich genommen. Ne? Also hier Maxi Minz ist noch der frischeste Bruder. Frieda Früchtchen ist ja, mehr so für einen blumigen Menschen. Ich weiß nicht. Also Frieda Früchtchen ist jetzt nicht so der Hit. Und Carlos Kokos ist halt einfach mehr oder weniger neutral. Das kann man nehmen. Auch die pfiffige Namensgebung, ja mein Gott. Carlos Kokos. Kickt mich jetzt nicht so, aber mein Gott, für den einen oder anderen ist es vielleicht ganz pfiffig. Frieda Früchtchen ist übrigens auch das, wo es bei Stiftung Ökotest so richtig Ärger gab. Denn wir haben synthetische Duftstoffe drin. Und da ist es so eine Geschichte, die sind nicht unbedingt gesundheitsschädlich. Aber bei Menschen, die allergisch reagieren, da kann es dafür sorgen, dass es halt einfach zu Irritationen kommt. Und je nachdem, wie empfindlich man ist, sind die halt schlimmer oder besser. Was müssen wir noch dazu sagen? Also, der Test hat gezeigt, es schäumt wirklich. Anders als jetzt eine Seife, wo es so ein bisschen Blubberkram gibt, schäumt es. Also wirklich, man kann damit richtig Schaumparty machen. Das funktioniert wahnsinnig gut. Normalerweise bei Haarseifen sagt man ja, na, das kannst du nicht einfach so verwenden, dann werden die Haare total spröde. Das Ganze liegt auch irgendwie komisch und babbt so vor sich hin. Nee, wir brauchen also keine saure Rinse. Ist für die Insider jetzt saure Rinse. Da werden die Haare mit Essig ausgespült, damit man dann die ganzen Seifenrückstände da halt einfach wegspült. Da wir ja hier keine richtige Seife haben, sondern eine Art festes Shampoo, sag ich mal, ne, haben wir diese Rückstände auch nicht. Von daher kriegen die Jungs vom Duschbrocken nun wirklich dafür einen Pluspunkt. Es ist nachhaltig, definitiv, weil man spart Plastikflaschen. Wenn man mal überlegt, was man halt in der Dusche so rumstehen hat, habe ich jetzt halt nur noch einen Duschbrocken. Vom Handling her. Ich habe mir auch überlegt, wie kann eigentlich ein Produkt nachhaltig sein, wenn ich dann so eine Plastikbox kriege? Bis ich dann mal nachgelesen habe, und ich nehme das jetzt einfach mal so für bare Münze, das hier, obwohl es sich anfühlt wie Plastik, ist kein richtiges Plastik, sondern es ist so eine Mischung aus Abfällen aus der Holzverarbeitung und das Ganze dann noch irgendwie mit Zuckerrohr und hast du nicht gesehen. Also dafür, dass es kein Plastik ist, fühlt es sich ziemlich plastik-like an. Was muss ich zu der Verpackung noch wissen? Es ist vom Handling her jetzt nicht so super einfach. Man sieht das auch schon, es bleiben halt immer Rückstände da irgendwie drin haften, aber das ist völlig normal.
Du hast deinen Duschbrocken verwendet, das Ganze hat geschäumt, supi toll, es ist klitschnass, du legst es hier rein, du machst es zu. Blöde Idee. Blöde Idee aus dem einfachen Grund, weil dann die Seife sich schlicht und ergreifend verflüssigt. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also nehmt euren Duschbrocken, lasst ihn irgendwo trocknen und tut ihn erst dann in die Verpackung. Das macht Sinn. Die Entwickler haben sich gedacht, Mensch, es gibt so einen zweistufigen Verschluss. Das sieht man hier. Stufe 1 ist quasi die Trocknungsstufe, so dass halt einfach dieses Seifending abtrocknen kann. Und Stufe 2 ist dann quasi für den Transport. Ich bin von der Verpackung jetzt nicht so super gut angetan, aber hey, es funktioniert einigermaßen. Es wäre halt schön, wenn wir irgendeine Möglichkeit hätten, weiß ich nicht, noch ein Inlay, wo irgendwas abtropfen kann, dass halt das Ding einfach nicht in der Dusche rumfliegt. Das wäre halt einfach ganz schön, weil so stört es halt auch einfach. Außerdem sind die Rückstände, die in der Dusche bleiben, schon eher seifenähnlich. Das heißt, also da muss man schon ein bisschen damit rechnen, dass man mehr Reinigungsmittel verwenden muss. Auf die Fahne hat man sich geschrieben, man ist vegan, frei von Mineralölen, frei von Tierversuchen, frei von Palmöl ist man auch noch. Also die Sachen funktionieren. Das Einzige, was halt problematisch ist, das dann auch wieder von Fall zu Fall, sind halt die synthetischen Duftstoffe, die verwendet werden. Fazit nach 2 Wochen. Ich würde es weiter empfehlen. Ich werde es auch weiter verwenden. Ich werde aber auch natürlich nach günstigeren Alternativen gucken, weil der Preis an sich ist von der Gestaltung her schon ziemlich heftig. Also da glaube ich einfach, dass es ein festes Duschgel auch günstiger gibt, beziehungsweise vielleicht schafft man es ja einfach, dass die Jungs von Duschbrocken einfach durch höhere Absatzzahlen halt auch vielleicht günstigere Preise erzielen könnten. Das wäre, glaube ich, ganz okay. Ansonsten, ja, einfach mal ausprobieren. Schaden tut es auf gar keinen Fall. Und man gibt den Jungs aus Stuttgart eine Chance. Warum nicht?